Herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Genau, so heißt das Spiel. Eieiei. Herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Wir werden hier nochmal in die Werkstatt Hast gehen, du was? Ich schau mich mal um. Ist das okay? nochmal ein bisschen Auf tanken. den maroden Straßen verbraucht man wohl viel Benzin. Wir wollen Auch das 50 Föhn? Cent holen. Dabei habe ich es auch draußen geparkt. Du brauchst echt viel Sprit, was? Geh pfleglich mit ihr um. Ah. Nervig. Sag Und Bescheid, dann wenn du was brauchst. nur ein paar Meter bis da drüben hin und dann können wir schon mit der nächsten Mission starten, auch wenn es jetzt Nacht ist, aber ich glaube, das ist egal. Das klingt nach einer Mission, die sich dann eh anpasst. Von daher gehen wir mal hier ins Hauptgebäude zum Chef. Sag ich doch. Wird schon Tag, es wird Tag. Vielleicht wird ja auch das Wetter noch besser. Dick? Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Klar, halt ich mit. Okay, los geht's. Dann natürlich schnell ist er ja nicht. Fangen jetzt aber nicht 300 Meter zum Fuß gehen, Ich habe oder? heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Nichts als Scheinen Ärger hier einige draußen. Zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ach so, die kann man dann einfach. Lass mich das machen. Okay, das überlasse ich dir gern. Das kostet mir aber wichtigen Schrott hier. Warte mal, kann ich nicht auch einfach das einmal reparieren oder das Messer ausrüsten? Sehr schön. Ja. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Kann man ja noch richtig was lernen. Oh, was okay, eine Horde. Wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Da ist eine Horde. Mike, da ist eine Horde. Müssen wir jetzt gegen die Horde kämpfen? Ich will nicht gegen die Horde kämpfen. Okay, runter, runter. Horden sind böse. Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Okay. Komm schon, mir nach. Halt, 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 dir nach. Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Geh nicht zu nah ran. Bleib unten. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Was? Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Boozer ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Und das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway.
Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake-Tal, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Sentient Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und... Und dann, überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das nein, bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Ja, das klingt wirklich nach einem Plan. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Warte, ja, okay. Schade. Ich dachte, wir könnten eben noch das Hinweistafel da mitnehmen, aber das sieht nicht danach aus. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das denn alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du? Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke in ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John!
mir ein paar XP, wieder ein bisschen den Ruf verbessert. Findet der Lebensunterhalt 19%, wenn ich für das Camp arbeite, darf Busa bleiben. Ja, Skizzo, ich hab zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Okay, fahre zur Position, sehe doch, was sie getan haben. Ja, fahre mit Iron Mike zum Sherman's Camp. Gut, hier war noch ein Lager, was man noch ausrotten kann. Da ist die Mission mit Sarah. Aus Springs, da haben wir, glaube ich, aber auch nicht mehr irgendwas zu tun. Aber hier. Das ist die Farm. Okay. Ja, wir gehen jetzt dahin und machen die nächste Hauptmission. So viel mehr ist ja gerade auch nicht zu tun. Bleibt uns ja nichts anderes okay, übrig, ja? Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp? Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken. Direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Nein. Hier! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Mike. Da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay. Das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon. Wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Hier waren wir doch, glaube ich, schon mal. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Und du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Achso, ich sollte die Nahkampfwaffe nochmal wieder ändern. Zum Teufel, Mike. Nach zwei Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt.
Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal... wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Alles klar. Die Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern, der auf den Skizzo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Dich aufzukriegen. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab's. Okay. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Jetzt kommt der Gameplay-Abschnitt der Mission. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Ach ja, was soll's, ne? Da sind Menschen! Ah! Schnappt ihr das Schwein, der hat's hier! Du bist aber nicht sehr treffsicher. Wie bist du denn Anführer geworden? Das waren alle. Gehen wir. Bin hinter dir. Sprach der Mann vor mir. Das waren alle. Ist klar. Bleib unten. Ich mach das. Freaks. Die locken noch die ganze verdammte Stadt zu uns. Wir warten einfach mal, wer überlebt. Das war doch schon mal gut. Kommst du denn noch gleich? Ich mach das. Ich bin tot. Okay. Das müssen wir hier noch mal ein bisschen suchen. Hilft nix. Oh, jetzt sind sie von beiden Seiten. Ist uncool. Mal. Sehr schön, Jungs. Lenkt sie ab. Oh, Munition. Das ist nämlich. Ja, komm schon. Die Munition hatte ich nicht aufgefüllt. Im Camp. Geht's noch, alter Mann? Oh ja. Direkt hinter dir. Gut, er wird gespeichert. Das ist schon mal wieder schön. Hinterher!
Uncool. Das sind die Bikes. Komm schon. Ich sehe sie. Da müssen wir uns wohl durchkämpfen. Da sind wir da. Mal warten, bis der Fokus sich wieder ein bisschen normalisiert hat. Das ist ungünstig. Das hat mich trotzdem erwischt. War nicht rechtzeitig ausweichen, das ist aber ärgerlich. Komm schon. Ich sehe sie. Können wir hier nicht einfach außen rumlaufen? Nein, kann ich nicht. Ich war kurz verwirrt. Ich komme. Da zwingt mich das Spiel tatsächlich zum Kampf. Dann bleibe ich erstmal lieber hier drin. Sagen, da habe ich Ruhe vor dem Scharfschützen. Also ganz stimmt das auch nicht. Warum laufen die mich jetzt? Wenn Mike da steht, dann kann immer einer flankieren. Richtig gut. Müssen wir noch den Scharfschützen ausschalten. So. Da steht noch einer. Gott, was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Na komm her, alter Mann. Ja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Und jetzt regnet das auch noch. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick? Du erinnerst mich ein bisschen an mich. Von früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Shermans Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen und stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Weißt du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deek. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher. Kann ich mich auf dich verlassen? Hat zum Level abgereicht. Vertrauen gebracht. Wir kommen mit 3 Missionen weiter. Freigeschaltet. Herstellungsrezept.
Wir können jetzt Attraktoren herstellen. An Herodes Geburtstag. Fahr zur Position. Ja, gucken wir doch mal, was wir jetzt hier Neues bekommen haben. Ja, hierhin, fahr zur Position. Das wäre hier auch, ich erinnere mich, da gehört das mit zu. Deacon spürt ein Nero-Feldforschungsteam auf. Endlich mal wieder Nero, wobei die Missionen sind eigentlich immer auch ganz nett. Ja, das dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Vorher... Nein, Mike, darauf würde ich nicht wetten. Ein Waffenstillstand hält nicht. Ja, ausnahmsweise gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Wir werden hier mal die Vorräte, mal ein bisschen Munition kaufen. Blub. Okay. Das ist voll, perfekt. Ja. Ja, ist es. Und dann gehen wir hier noch mal zu dem Vorratsstand da. Und dann können wir da auch noch mal ein bisschen Zeug verkaufen. Küche heißt das. Ich glaube, in der Küche hier haben wir auch noch gar nichts abgeliefert. Wir liefern mal alles ab. Das war's erstmal. Ja, 31 Vertrauen ist jetzt nicht die Masse. Aber besser als nichts. Dann geht's nochmal zurück zum Motorrad, speichern und beim nächsten Mal geht's dann mal wieder Richtung Nero Forschungsteam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Ich kann nichts garantieren, aber sie wird sicherlich, vielleicht, bestimmt, irgendwann kommen. Bis dann. Tschüss.